Thies, wir möchten auf den politischen Monat März zurückblicken und haben 5 Fragen an Sie. Was war Ihr wichtigstes Projekt im März? Ja, als Abgeordneter bereitet man in erster Linie Gesetze vor und ich hatte als Berichterstatter verschiedene Reformvorhaben zu begleiten, auch mit Sachverständigenanhörungen. Da ging es um die Reform des Bundesjagdgesetzes, da ging es um die Novellierung auch des notariellen Berufsrechts und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. Das waren, wie gesagt, sehr spannende Gesetzesvorhaben, die allerdings noch in der Beratung sind. Für mich persönlich war außerdem noch sehr wichtig, dass ich in diesem Monat vom der CDU im Kreis Soest erneut als Wahlkreiskandidat mit einem prima Ergebnis aufgestellt worden bin und ich mich deshalb freuen darf, dass ich auch wieder in den Wahlkampf gehen kann für die CDU im Kreis Soest, um das Direktmandat zu bewerben. Und was hat Sie diesen Monat am meisten beeindruckt? Also beeindruckt hat mich in besonderer Weise die Reaktion unserer Bundeskanzlerin, die ja gestern erklärt hat, dass sie einen Fehler gemacht hat und dafür auch um Entschuldigung gebeten hat. Der Druck und die Kritik waren ja auch sehr groß, als die Ministerpräsidentenkonferenz diese sogenannte Osterruhe verkündet hatte und dann von vielen Bürgerinnen und Bürgern, Gewerbetreibende und anderen Betroffenen sehr deutlich Kritik geäußert wurde und gesagt wurde, dass das ein Schnellschuss ist, der so nicht umgesetzt werden kann. Und ich finde, es ist eine bemerkenswerte persönliche Reaktion, aber es ist auch ein gutes Beispiel für eine gute Politikkultur in Deutschland, wenn dann die Bundeskanzlerin sich hinstellt und erklärt, da hat sie einen Fehler gemacht und dies auch eingesteht und dafür um Entschuldigung bittet. Das zeigt eine gewisse politische und persönliche Größe und das hat mich sehr beeindruckt. Ja, und dann kommen wir einmal zur nächsten Frage. Was war denn der Aufreger des Monats? Ja, das war natürlich die Maskenaffäre, die uns insbesondere in der Unionsfraktion sehr beschäftigt hat. Es ist wirklich sehr, sehr bedauerlich und ich bin auch stinksauer darüber, dass einige ehemalige Fraktionskollegen da ihren moralischen Kompass völlig verloren haben und auch an solchen Maskendeals dann noch persönlich sich bereichert haben. Das geht überhaupt nicht. Und damit sind alle Politiker im Bundestag quasi in Misskredit geraten und das Vertrauen der Bürger in die Politiker hat schweren Schaden genommen. Und ich kann nur hoffen, dass es uns insbesondere als Unionsabgeordnete gelingt, durch ein maximales Maß an Transparenz, insbesondere was Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte betrifft, dieses verlorene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und die Corona-Maßnahmen, sind das für Sie kein Aufreger? Ich will mal so sagen, für mich ist ein Aufreger und das besorgt mich sehr, sehr stark, dass die Inzidenzzahlen jetzt wieder so dramatisch steigen. Wir haben gerade heute wieder 22.000 neue Infektionsfälle in Deutschland. Das ist extrem viel. Das führt in einigen Kreisen, zum Beispiel schon im benachbarten Märkischen Kreis, wenn ich auf Südwestfalen schaue, dazu, dass Krankenhäuser an die Belastungsgrenze kommen. Und die Entwicklung ist ja da noch nicht zu Ende. Also die bereitet mir große Sorgen. Viel größere Aufregung hätte ich oder würde ich innerlich verspüren, wenn wir jetzt nicht mit konkreten Gegenmaßnahmen arbeiten würden. Wenn wir das jetzt so laufen, ist es wirklich wichtig, dass gesetzt wird, dass also leichte Lockerungen der letzten Wochen leider wieder zurückgenommen werden müssen. Aber sonst kriegen wir die Pandemie in den nächsten 3-4 Wochen nicht in den Griff. Insofern kein Aufreger über die Maßnahmen, die Beschränkungen, die jetzt stattfinden müssen leider, sondern eher ein Aufreger, dass es wieder mit den Zahlen so dramatisch nach oben geht. So, und unsere letzte Frage für heute, vom Aufreger zum Witzigsten. Was war das Witzigste für Sie diesen Monat? Also in der gegenwärtigen Situation, in der wir uns sowohl im politischen Berlin als auch in unserem Lande insgesamt befinden, ist es fast schon etwas deplatziert von irgendetwas Witzigem zu sprechen. Dazu ist die Situation doch recht ernst und auch traurig. Ich habe aber immer wieder auch Freude und daraus schöpfe ich auch ein Stück weit innere Kraft und Ausgeglichenheit, indem ich mich als Naturfreund in die Natur begebe, an die frische Luft. Ich hoffe, dass mir das auch dann über Ostern möglich sein wird. Und
denjenigen, die jetzt dieses kleine Video sehen, möchte ich sagen, am Samstag möchten wir da ein kleines Video zeigen, was durchaus sehr charmant und sehr auch ein Stück weit witzig ist. Und da sollten sich vielleicht alle drauf freuen und sich da dann einschalten, sich dieses Video anzuschauen. Schließlich steht Ostern vor der Tür. Und insofern wünsche ich uns allen natürlich auch ein gesegnetes Osterfest.